Was geht, Freunde? Welcome back hier auf dem Freekickers Channel. Wir schauen uns heute zusammen mal wieder ein Oberligaspiel von mir an, beziehungsweise schaut ihr euch an, wie ich das Ganze kommentiere. Wir spielen gegen Eintracht Rheine zu Hause bei uns im Lorheide-Stadion. Wir sind auf dem 3. Platz und Rheine auf dem 7. Wenn ihr euch anguckt, wie eng das oben ist mit 27, 28 und 28 Punkten, kann man sich wirklich keine Patzer erlauben. Da muss man auf jeden Fall punkten und einen Sieg einfahren. Ob wir das geschafft haben und wie das Spiel war, schauen wir uns jetzt an. Wir starten rein. Let's go. Wir spielen mit Bruno im Tor, dann von links nach rechts Phil, Schu, Freddy und der Tom. Dann spielen Nils und Nico auf der 6 und 8. Emre davor vor 10, links Umut, rechts Kami und ich bin vorne drin. Wir spielen in Schwarz-Weiß gegen Rot-Weiß, Rheine und los geht's. Das Spiel geht los und wir müssen sofort aufpassen. Ich mache keinen Schnitt und hier kommt der Ball nach vorne zu Rheine. Der wird abgeblockt von Schu, dann bekomme ich den Ball, kann auf Kami nach außen legen und Kami spielt jetzt einen brillanten Pass nach vorne. Wie gesagt, Freunde, es gab keinen Schnitt seit dem Anstoß. Emre legt sich den Ball am Torwart vorbei und es steht 1:0. Was ein geiler Start. Guck mal, wie wir ausrasten. Richtig krass. Besser kannst du in das Spiel nicht reinkommen. Das waren, wie viele Sekunden das waren, haben wir gar nicht geguckt. Aber hier nochmal meine Balleroberung. Kami bekommt den Ball, legt jetzt zu Emre durch. Und ich finde, hier ist der Abstand noch riesig. Und wie Emre an den Ball noch rankommt, gut, der Torwart zögert auch ein bisschen. Aber dann macht er es natürlich perfekt. Und es steht 1:0. Richtig geil. Wie gesagt, 3. gegen 7. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Umso glücklicher waren wir, dass es 1:0 steht. Ja, dann macht Rheine in der 1. oder 2. Minute hier dann direkt den Anstoß. Die haben sich aber relativ schnell erholt und kommen hier nach vorne. Hier der Kopfball nicht ganz zielführend. Und Tom kommt noch mit der Fußspitze dran. Das war richtig wichtig. Rheine hier aber mit einem starken Pass nach vorne. Der flutscht irgendwie durch. Natürlich gar nicht gut bei uns. Hinten und dann am 2. Pfosten steht der Stürmer von Rheine und macht das 1:1. Gut gespielt von Rheine, aber ich sag, der Ball darf niemals hinten bei uns so ankommen, beziehungsweise durch die Abwehr durchkommen. So ist es aber manchmal. Es steht 1:1. So ein paar Minuten später gab es jetzt hier den Eckball. Umut versucht, den Ball in die Mitte zu bringen. Dann kommt ein Doppelkopfball, der 1., der 2. Und dann komme ich hier irgendwie an den Ball und dann versuche ich, den Ball über den Torwart zu chippen. Hat leider nicht funktioniert. Hier nochmal eine Wiederholung. Hier erobere ich den Ball und dann habe ich mir ein bisschen zu weit vorgelegt, beziehungsweise kann ich nicht mehr über den Torwart chippen. Sehr, sehr ärgerlich. Hier direkt die nächste Aktion. Tom kriegt den Ball irgendwie zu mir durch. Freunde, ist das ein Elfmeter? Im Spiel war ich der festen Überzeugung. Jetzt im Schnitt bin ich mir nicht mehr ganz so sehr sicher. Ich bin zwar zuerst am Ball und ich werde von hinten getroffen. Ja, ich weiß es nicht. Schiri hat den Elfer auf jeden Fall nicht gegeben. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Hier ein geiles 1 gegen 1 von mir. Ich lege mir den Ball am 1. vorbei, lege mir den Ball am 2. vorbei. Und dann, muss ich sagen, passiert leider nicht mehr so viel in der Aktion. Ich wollte es euch trotzdem reinschneiden, fand es ganz cool. Umut setzt sich hier nochmal durch auf Nils und er versucht, den Ball jetzt zurückzulegen. Und da hat Rheine den Ball. Das war es auch schon aus der 1. Halbzeit. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause und da muss auf jeden Fall mehr kommen im 2. Durchgang. So fangen wir nämlich auch an, relativ schnell nach der Halbzeit bekommt Berko hier den Ball, legt auf Umut zur Seite raus. Der Schuss ist nicht so gut, aber Freddy, der Innenverteidiger, staubt dann im 16er ab. Ist auch wild, aber richtig geil. Ich glaube, ich wäre sonst auch da gewesen, aber Freddy ist einen Schritt schneller bzw. vor mir und macht hier das 2:1. In die 1. Halbzeit richtig gut reingekommen und auch jetzt hier in der 2. Halbzeit haben wir einen richtig guten Start erwischt. Mega. Auch hier muss man sagen, hat sich Rheine erholt und bringt hier einen ganz guten Schuss aufs Tor. Bruno kann zwar nicht festhalten, muss er, finde ich, aber auch nicht und entschärft hier zur Ecke. Ja, Freunde, jetzt kommt eine richtig krasse Aktion von Rheine. Da wird geklärt von Freddy. Hier täuscht er an, legt es hier auf rechts und das ist natürlich ein richtig krasser Schuss. Props auf jeden Fall an den Spieler. So einen Schuss haut man nicht jeden Tag raus. Kein Vorwurf an Bruno, der ist unhaltbar. Der ist perfekt im Winkel. Und ja, ihr seht es an meiner Gestik. Ich will auf jeden Fall, dass wir vorne weiter dranbleiben. Und hier ist auf jeden Fall jetzt der Anstoß. Und keine Minute später kriegt Umut hier den Ball, schickt mich jetzt in Lauf. Ich habe einen ganz guten ersten Kontakt. Und im Fallen bringe ich den Ball über die Linie. Also, Freunde, dieses Spiel war echt Wahnsinn und ihr seht es an meinem Jubel, ich habe mich so krass gefreut. Es war so wichtig, nach dem 2:2 direkt wieder ein Zeichen zu setzen. Hier im Fallen bringe ich den Ball irgendwie über die Linie und es steht wieder 3:2. Und da, muss ich sagen, hatte ich im Spiel so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, jetzt verlieren wir nicht mehr oder jetzt kriegen wir gar kein Tor mehr rein, weil wir einfach 3 Tore gemacht haben. Jetzt kommt Argon hier rein und warum Argon gerade eingeblendet wurde, seht ihr jetzt. Hier bekomme ich den Ball, lege ihn auf Argon ab. Argon nimmt sich ein Herz und, oder was sagt man, fasst sich ein Herz, nimmt sich ein, keine Ahnung. Auf jeden Fall haut er den Ball voll geil über die Linie. Torwart sieht auch ein bisschen unglücklich bei der ganzen Aktion aus.
Jetzt steht es 4-2 und ich glaube, damit ist das Spiel auf jeden Fall durch. Wir waren so happy, was ein geiles Spiel, emotional hoch 10. Spiel war dann für mich vorbei, ich war relativ zufrieden, habe mein Tor gemacht und wurde ausgewechselt und so viel ist dann auch nicht mehr passiert. Ich glaube, eine krasse Aktion gab es noch für Reine, genau hier, wo der Ball aufs Tor gebracht wird und Bruno mit dem Pfosten zusammen den Ball irgendwie klärt und das Spiel dann wieder schnell macht. Das war aber auch die letzte Aktion. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 4-2 gegen Reine. Richtig, richtig geil. Wir sehen uns jetzt im nächsten Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bleibt gesund. Ciao, ciao.